Hallo zusammen. Ihr wundert euch sicherlich, wo der Acharz geblieben ist und ja, warum die bezaubernde Lea heute bei mir steht. Die Lea hat auf Instagram, auf unserer Story, einen Contest gewonnen. Und da ging es darum, dass der Gewinner eine Probefahrt mit einem 296 GTS bekommt. Prompt hast du dich gemeldet. Wir haben auch noch ein Bombenwetter. Tatsächlich. Und wir beide werden jetzt einen Testdrive machen mit einem 296 GTS. Sag mal, Lea, bist du schon mal Ferrari gefahren? Nee, tatsächlich noch nicht. Es ist mein erstes Mal heute. Ich bin auch sehr gespannt, wie es wird. Okay, dann will ich dich nicht länger auf die Folter spannen. Rein ins Auto und ab geht's. Bis gleich. Drück ich hier drauf. Ui, 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 das ist schon schöner. So, erster Gang. Hier musst du immer den Gang einlegen. Muss man selber schalten? Man kann hier auf Automatik schalten, dann macht er alles selbstständig. Ja. Oder man geht mit dem Hebel hier nach hinten auf M, so wie jetzt. Dann sind wir im manuellen Modus. Und dann muss man selber schalten. Der schaltet also auch nicht hoch. Muss man selber machen, ne? Ja. Der geht in die Grenze. Machst du das jetzt selber? Ja. Okay. Damit kenne ich mich nicht so gut aus mit dem Schalten bei so einem Auto. Erkläre ich dir jetzt gleich alles. So, wir haben auf jeden Fall Top-Wetter. Ja, sehr schön. Kann ich mir eine Sonnenbrille auch machen. Und dann noch ein offenes Auto. Was will man mehr? Ja, schön. Aber es ist ganz anders, das Interieur, als bei so einem gewöhnlichen Auto, muss ich sagen. Ja. Es ist alles so leer. Hier kannst du auf Performance, dann siehst du, wie schnell wir fahren und in welchem Gang wir sind und so. Ah, okay. Das fühlt sich aber schon krass anders an. Und? Richtig cool. Nicht so schlecht, oder? Sehr cool. Wie so ein Flugzeug, ja. Wie so ein Düsenjet. Man merkt keinen einzelnen Hucke irgendwie, das ist ganz krass. Ja, und das Fahrwerk fährt so smooth und ja. Trotzdem so direkt. Ja. Das ist, finde ich, das Beeindruckendste. Das ist ganz anderes. Ja. Krass. Da wackelt nichts, ja. da schaukelt nichts. Wie ist, so eine Achterbahn. Genau. Und ja. Trotzdem nicht so, es hobbelt nicht. Ja. Und es ist trotzdem so straff. Ja. Wie die das hinkriegen, keiner weiß es. Es ist wirklich phänomenal. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier gleich auf die Autobahn. Auf die Schnellstraße. Es ist soweit alles an Bord. Weißt du eigentlich, wie viel PS das Auto hat? Nee, wollte ich gerade fragen tatsächlich. Soll ich mal schätzen? Ja, schätz mal. 600? Nee, mehr. 700? Nee, noch mehr. 800? 830. Was? Ja. So sieht es gar nicht aus. Nein. Oder? Das sieht so elegant aus, das Auto. Merkt man das direkt, wenn man jetzt durchdrückt? Geht er dann voll ab, oder? Das Auto geht ab, ja. Boah, das ist so anders, dieses Gefühl. Total entspannt.
Und halt, wenn ich jetzt mal so hochschalte, fahren wir jetzt im achten Gang. Mhm. Jetzt merkt man. Ja, krass. Jetzt denkt man nicht, dass man mit dem Ferrari sitzt. Ja, stimmt, ja. Also wenn man eine längere Reise fährt, irgendwie in Urlaub oder so, kann man auch so ganz easy peasy. Ja. Also das Auto kann alles. Krass. Ich bin jetzt echt überrascht gewesen. Ich habe das nicht erwartet. Und wenn es gerade so ruhig ist, ne? Was ist für dich Ferrari? Boah, Ferrari, was für eine Ferrari. So was nicht Alltägliches, auf jeden Fall verbinde ich das sehr mit Luxus. Luxus. Ja. Ja, was Besonderes irgendwie auch. Ne? Also jetzt nicht so was, also so Porsche zum Beispiel siehst du schon gängig auf der Straße. Ne? Das ist nochmal was anderes. Und so ein Ferrari ist es ja schon immer was, so dann was Besonderes oder so ein richtiger Hingucker dann auch irgendwie. Ne? Also, ja. Es werden ungefähr 1000 Neuwagen im Jahr für Ferrari im Jahr ausgeliefert in Deutschland. Mhm. Das ist ein großes Porsche-Zentrum, macht weit mehr als 1000 Autos. Ja. Also das es ist schon, auch jetzt, wenn man drin sitzt, ist schon ein krasses Gefühl. Also, das hätte ich jetzt selber nicht gedacht. Weil ich auch schon mal zum Beispiel in so einem anderen Sportwagen saß, aber es ist schon nochmal was ganz anderes. Also, was ja, ganz anderes. Dann so ein Ferrari hat schon nochmal. Ja. Einen ganz anderen Eindruck und es ist irgendwie emotionaler. Ja. Also es fühlt sich gar nicht so krass an, wie als würde man jetzt in so einem Auto sitzen. Ich kann es gar nicht beschreiben. So. Jeden Tag ins Büro und sehe die ganzen Autos da stehen und es ist jeden Tag für mich so, dass ich sage, ich bekomme Gänsehaut, wenn ich zur Tür reingehe. Ja. Das ist ja, oft ist das ja so, dass die Leute sich daran gewöhnen. Die Leute sind ja auch Gewohnheitsmenschen so, aber. Aber auch wenn ich mit unseren Kunden spreche, für die ist es genauso. Mhm. Die haben dann das dritte oder vierte Auto und das ist wie am ersten Tag. Und ganz besonders merkt man das, wenn man einen Tag hat, wo man vielleicht nicht so gut gelaunt ist, ja? Und man steigt in den Ferrari ein und man fährt los, dann ist alles weg. Dann ist man sofort gut gelaunt und das Lächeln kommt zurück. Ja, ja, das sind emotionale Spielzeuge. Ja. Wie ist es vom Luftzug? Angenehm noch? Es geht, ich finde es angenehm. Also ich finde Cabrio generell sehr gut. Schön, ja, und ich finde hier ist es so, dass wir hinten haben wir ja das Glas hoch, also ein Windschutz. Ah, ja. Dann haben wir eh so ein bisschen weniger Luftzirkulation. Der Dachspoiler nimmt auch noch ein bisschen Zirkulation raus. Boah, was hat das denn? Folgendes. Ach krass, Hilfe! Was? Was ist das denn? Das ist witzig, oder? Es ist witzig, also ist, als würde es einfach nur rollen. Ja, man merkt aber gar es fährt. Ja. Ist unglaublich leise. Ja. Boah, das ist ganz krass. Das ist wirklich angenehm. Es fühlt sich so komisch an, gerade so im Vergleich zu vorher. Ja, als würde man stehen, aber fährt. Ja, genau. Ist echt lustig. Ja. Und angenehm ist es, wenn man in der Stadt irgendwo fährt und will irgendwo einparken oder man fährt morgens von zu Hause weg, ja, die Nachbarn schlafen noch, dann ganz entspannt, zack, aus der Garage raus, total ruhig. Ja. Boah. Oder wenn man durch so eine Fußgängerzone muss, ja, verkehrsberuhigt. Und wie ist das jetzt beim Elektro? Wie geht der von 0 auf 100?
Wie geht der von 0 auf 100? Also wie schnell? Ja, der fährt auch. Also das geht richtig ab, das Auto, wenn er rein auf E fährt. Also zum Beispiel mit Tesla, da bin ich ja einmal mitgefahren, da war es auch schon krass. Kann man das ja, der hat natürlich mehr E-PS als der hier. Ne? So, jetzt sind wir immer noch auf E, jetzt gehe ich mal auf Hybrid. Boah. Und jetzt springt er wieder an. Macht mehr Spaß. So. Ja, viel mehr. Haben wir wieder Reisegeschwindigkeit. Also was war das? Was war das Schnellste, was wir jetzt gefahren sind ungefähr? Ich habe einmal drauf geguckt, da waren wir bei 260. Ja, ich glaube so 260 hatten wir gerade auf dem Tacho. Was war das Schnellste, was du schon mit dem Ferrari gefahren bist? Das Schnellste mit dem Ferrari, ich glaube 338. Wow. Ja. Das war schon krass, oder? Ja, jetzt mit einem offenen Auto kann man eh nicht so schnell, also klar geht er noch schneller als 260, aber man kann nicht so schnell fahren, weil das Windschutz oder das bremst schon ein offenes Auto. Aber das packt er auch. Also. Was war deine Höchstgeschwindigkeit bisher? Ich glaube das jetzt. Ja? Tatsächlich bestimmt. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Alles überlebt. Der macht echt sehr Spaß. Können wir sich dran gewöhnen, gell? Ehrlich. Vielen anderen Autos, dann hoppelt Waffen alles und dann vibriert alles. Klar, das wird laut, wir sind offen, wir fahren offen. Ja. Der Motor, der gibt natürlich auch Rückmeldung, laute Rückmeldung. Aber dadurch, dass das Auto so ausbalanciert ist, hat man da gar nicht das Gefühl. Richtig. Ich bin echt baff. Jetzt kann man verstehen, warum die Leute diese Marke so lieben. Ja, es ist echt. Und wenn man krass. Einmal mit so einem Auto gefahren ist, also was da mit einem emotional passiert. Ja, also man kann so, ich finde, man kann es so ein bisschen mit Achterbahn vergleichen, aber dieses Achterbahngefühl hast du vielleicht für eine Sekunde. Und hier hast du es eigentlich durchgängig gefühlt. Also schon krass. Ja, und jetzt habe ich auf Automatik gestellt, jetzt macht er alles selbstständig. Okay, muss man nicht mehr schalten. Ja. Kann man einfach nur wieder im Auto machen. Entspannt, ne? Aber das mit dem Schalten, das verstehe ich nicht so ganz. Das muss ich mir mal nochmal. Ja, hier schaltest du hoch. Weiß man denn wann? Ja, das, so wie du denn, du siehst hier den Drehzahlmesser. Und also dann kannst du das selber entscheiden. Ja, je nachdem, wie viel Druck man möchte am Gas. Und dann kannst du hoch und runter schalten. Ne? So, zack, hoch, mit dem Schalter. Ja, ne? Ich glaube, ich habe jetzt die ganze Zeit nur krass gesagt, weil ich nichts anderes sagen kann. Ja, so eine erste Ferrari-Fahrt beeindruckt einfach. Ja, schon. Und das wirst du dein Leben lang wirst du daran denken. Das kannst du eigentlich mit nichts vergleichen, ne? Absolut nicht.